Wir schalten heute zu unserem Landeskorrespondenten nach Dresden, Tino Moritz. Tino, du verfolgst seit langem sehr intensiv alle Entwicklungen zur Pandemie und den Corona-Maßnahmen in Sachsen. Seit heute gelten nun mal wieder neue Regeln. Was sind denn die wichtigsten Änderungen? Die wichtigste Änderung, Olli, sind der Wegfall der privaten Kontaktbeschränkungen, die es bislang für diejenigen gab, die in ihrem Freundesbekannten- oder Familienkreis noch jemanden hatten, der weder geimpft noch genesen war. Und deshalb, wo sich die Treffen auf einen Hausstand mit maximal zwei Angehörigen eines anderen Hausstandes beschränken durften, das war zumindest die Rechtslage, ob die Leute sich daran gehalten haben, kann ich jetzt so nicht einschätzen. Das ist aber tatsächlich dieser Wegfall etwas schon sehr, sehr Wichtiges für, wie wir wissen, in Sachsen ja durchaus eine beträchtliche Anzahl an Leuten. Eine zweite Änderung wichtig ist für Veranstaltungen, Kultur, Freizeit, auch Sportveranstaltungen, Bundesligaspiele. Da gibt es keine Beschränkung mehr auf 60% oder 75% Auslastung von der üblichen Platzkapazität. Es dürften jetzt wieder 100% sein, was man einzuhalten hat, um allerdings auch nur dann, um die Maske am Platz abnehmen zu dürfen, ist der Mindestabstand von 1,50 Meter. Wenn man den nämlich einhält, kann man die Maske am Platz abnehmen. Wenn nicht, muss man sie auch am Platz aufbehalten. Und eine wichtige Änderung, die weniger mit den Landesregeln zu tun hat, sondern bundesweit greift, aber auch ab heute, ist, dass es für den ÖPNV, für Busse und Bahnen, keine 3G-Nachweispflicht mehr gibt. Also auch jemand, der weder getestet noch geimpft noch, was ist das dritte G, Olli? Getestet, geimpft, genesen. Glaube ich. Ja, geimpft, getestet, genesen. Genesen hatte ich vergessen. Der weder das ist, auch derjenige kann wieder Bahn fahren. Das sind die wichtigsten Änderungen. Ja, Sachsen und die anderen Bundesländer sind ja nun mehr oder weniger dafür in Eigenregie verantwortlich, dafür zu sorgen, dass die Pandemie weiter in geordneten Bahnen begleitet wird. Und im Bundestag wurden ja heute die bundesweiten Corona-Auflagen weitgehend aufgehoben. Wie passt denn das mit den extrem hohen Inzidenzen, die wir jetzt gerade erleben, zusammen? Na, man muss, muss verschiedene Aspekte da berücksichtigen. Das eine ist der Bundestag. Die Ampelmehrheit, die es durchgesetzt hat im Bundestag, hat ja einen Übergangszeitraum geschaffen, von dem sich bei dem sich Sachsen wie die meisten, wenn nicht sogar alle anderen Bundesländer auch bedient. Also bis zum 2. April darf man die meisten bisherigen Regeln weiterführen. Das hast du ja auch gemerkt an der Aufzählung vorhin. So viele Änderungen sind das ja eigentlich gar nicht, wenn auch einschneidende zum Teil. Und das andere ist, die hohe Inzidenzzahl sagt nichts darüber aus, nicht wirklich über die hohe Belastung oder eine höhere Belastung der Krankenhäuser und des Gesundheitssystems. Die Inzidenzen sind enorm, das sind Rekordzahlen, aber es handelt sich um Omikron, es handelt sich nicht um die Delta-Variante. Und Omikron führt dazu, dass viele Leute in die Krankenhäuser, auch dazu, dass viele Leute in den Krankenhäusern sind, das durchaus, aber sehr viele davon auf den Normalstationen, 40% sind nicht wegen Omikron in den Krankenhäusern, sondern mit der Corona-Infektion. Das heißt, sie sind wegen eines anderen Leidens im Krankenhaus gelandet, dort bei dem Corona-Test, aber der ist positiv ausgefallen und werden aber in den meisten Fällen auch müssen nicht wegen der Corona-Infektion behandelt werden, sondern wegen der anderen Sache. Sie müssen dann halt isoliert werden, was problematisch ist, aber was nicht dazu führt, dass das Gesundheitssystem dadurch überlastet ist, weil es so viele also Fälle Omikron. Gibt. Also das ist das eine. Ja, Tino? Und da würde ich, schon auch noch sagen, dass die noch hinzufügen, dass auch die schweren Fälle auf der ITS, das sind so um die 150 bis 170 Patienten, glaube ich, in Sachsen, auf den Intensivstationen mit Corona-Patienten, dass nach Auskunft der Staatssekretärin, Sozialstaatssekretärin Dagmar Neukirch, die fast alle ausschließlich auf Delta zurückgehen, die schweren Fälle, die wirklich schweren Fälle und eben nicht auf Delta. Das heißt, wir müssen jetzt künftig vor allen Dingen oder eigentlich ausschließlich auf die Intensivstationen schauen. Trotzdem, im Vogtland beispielsweise hatten wir heute eine Inzidenz von 2700, glaube ich. Müssen wir uns darauf einstellen, dass in absehbarer Zeit auch in Sachsen irgendwo Hotspot-Regionen eingerichtet werden?
Das kann sein. Wir sind in einer Woche wahrscheinlich klüger, weil die Regelung, die wir gerade haben, ja eine Übergangsregelung ist. Die läuft am 2. April aus. Und das ist eine Verschnaufpause, die wir haben. Und nach dem 2. April steht allen Bundesländern durch das neue Infektionsschutzgesetz, durch die Novelle, noch ein Instrument zur Verfügung. Das ist eben so eine Hotspot-Regelung, die ich einführen kann. Dazu gibt es aber eine Voraussetzung. Ich muss, der Landtag, nicht ich, sondern der Landtag muss die besondere, eine konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage feststellen. Also sowas ähnliches wie eine Notlage, würde man salopp sagen. Ob das gemacht wird, das ist eine Voraussetzung. Dazu müsste zum Beispiel die sächsische CDU hier im Landtag dafür sein. Bei Grünen und SPD und wahrscheinlich auch bei der Linken sehe ich da kein Problem. Aber das wäre allein nicht die Mehrheit im Landtag. Und das Zweite ist, was auch wichtig ist, weil du das Vogtland angesprochen hast, es könnte im Extremfall ein solcher Hotspot ein ganzes Bundesland umfassen, also ganz Sachsen. Und damit könnte man zu dieser Bettenbremse zum Beispiel zurückkehren. Also das ist alles noch Sache, die in der nächsten Woche sicherlich diskutiert wird. Nach meiner Prognose würde ich glauben, in 2 Wochen sieht es besser aus und wir brauchen nicht eine solche Regelung. Tino Moritz, Landeskorrespondent der Freien Presse, vielen Dank für die sachkundige Einordnung und Grüße nach Dresden. Grüße nach Chemnitz.